Ihr wollt wissen, was als nächstes kommt? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, ich habe unsere Bahnstrecke hier oben schon mal fertig gebaut. Und ein kleines Gerüst drumherum mit der Spirale, das zeige ich euch sofort. Und heute wollen wir uns schon mal um das Wasser kümmern, das wir brauchen. Also zumindest wollen wir die 92 Apparellos setzen. Das heißt, da müssen wir gleich nochmal losgehen. Quatsch, da. Und hier ein bisschen Zeug besorgen. Aber auch das kriegen wir hin. So, einmal die Spirale. Die geht hier wunderschön nach unten. Ich ziehe das mal so ein bisschen hier rum. Und da unten steht auch wieder ein Bahnhof. Lass mich mal ein bisschen fallen. Man muss sich auch mal fallen lassen. So. Wupp. Also, hier haben wir unseren Zug, der reingeht. Und da ist noch ein zweiter. Das Ganze ist verbunden. Wir haben ein paar Signale gesetzt bis hinten hin. Strom wird übertragen. Jetzt kommt alles raus. Was haben wir hier eigentlich noch an Zeug drin? Ach, guck mal. Ich brauche für den Schick 1920, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Brauche ich gar nicht so viel von. Wir packen mal eben alles so raus, was wir gerade nicht für den Kram brauchen. Das brauchen wir nicht. Munition sollte ich behalten. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Draht brauchen wir definitiv, das brauchen wir aber nicht. Übertakten wollen wir auch gerade nichts. Das Zeug brauchen wir nicht. Wenn ich das da reinpacke, ist sowieso voll. Okay, ja, dann können wir das hier rausnehmen. Können dann hingehen und noch den Kram da reinsetzen, das da reinsetzen und das erstmal reinsetzen. Und dann haben wir schon mal gut Platz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ey, passt. Wir haben, also zum Aufstellen haben wir hiervon schon mal genug. Jetzt brauchen wir noch 920 Eisenplatten und 920 Rotoren. Kriegen wir die hier rein? Rotoren sind, glaube ich, im 50er-Pack, ne? Das wird eng. Das heißt, unser Beton wird ein Problem. Wir gehen hin, wir nehmen uns nochmal hier ein und da ein. Stellen hier einfach. Den können wir doch vorne in die Ecke stellen, weil wir wollen sowieso das Wasser von dort holen. Das heißt, wir packen uns den Produktion, Quatsch, Logistikorganisation. Wir packen uns hier nochmal so einen Kollegen hin. Schmeißen da den Beton weitestgehend rein. Wir nehmen uns zwei Säcke mit. So viel Munition von dem brauche ich sowieso nicht. Lassen wir mal so. Ja, haben wir schon mal ein bisschen noch mal gewonnen. Das Aufstellen von Leitungen und so, das mache ich wieder dann ohne euch. Genau. Das heißt, wir fahren jetzt einmal. Fahren wir mit dem Zug. Mit dem Zug macht keinen Sinn, weil. Ach ja, hier geht so eine. Ne, wunderbar schön hoch. Und was ich hier mit reingesetzt habe. Ist, ich habe auf dieser Höhe dort schon mal unsere Ressourcen reingebracht. Verzeihung. Und zwar einmal hier Caterium und Schwefel. Das soll dann darunter gehen. Das habe ich schon mal ausprobiert, wie das aussieht. Auf der Höhe gehen dann auch die Rohre weiter. Da bin ich halt noch nicht fertig. Auf der anderen Seite sieht es ähnlich aus. Geht unser Bauxit runter, dann geht dann unser Öl und das Zeug runter. Und dann haben wir da alles. So, jetzt gucken wir, dass wir ein bisschen hüpfen. Weil ich festgestellt habe, dass man so relativ schnell vorwärts kommt. Und dann schnappen wir uns da unten einen Zug. Holen unser ganzes Zeug. Und kommen wieder zurück. So, ups, das war schlecht. Aber ich würde sagen, das Einkaufen und wieder hierhin zurückkommen,
Dann mache ich eben und dann sehen wir uns auch gleich schon wieder. Und weiter geht's. Wir laufen jetzt eben da vorne hin und schauen, dass wir irgendwo da so unser Wasser aufbauen. Also unsere Apparellos dafür. Keine Ahnung, wie wir die anordnen. Wir müssen es halt so hinkriegen, dass wir immer 5 Stück zusammenkriegen. Für eine 600er Leitung, das brauchen wir auf jeden Fall später für die Kraftwerke. Und der Rest ist letztendlich halb so wild. So, wo müssen wir eigentlich hin? Einmal hier rüber. Dann können wir... Ist wirklich so genau hier an die Kante gesetzt. Das ist ja mal... eigentlich ziemlich cool. Das hat gut gepasst. Ich habe noch ein bisschen mehr... hiervon mitgebracht. Lege ich mir jetzt erstmal beiseite und nehme lieber Beton mit. Um halt immer noch dazwischen Wege zu bauen. So, und jetzt kann der Rest auch wieder rein. So. Okay. Wasser wäre da vorne. Bis mal hier zu unserem Spaß rüber. Eigentlich so von dieser kleinen Insel da ausgehend. Uns da hinbewegen. Ja, genau dahin. Den stellen wir da oben drauf. Ist doch eigentlich eine schön erhöhte Position. Oh, du magst mich nicht. Okay, das kann ich nachvollziehen. Ich mag dich nämlich auch nicht. Nicht abhauen. Das war Jesus Hawk. Ja, einmal zusammen. Gut. Okay. Ich wollte gucken, ob wir hier... Hier können wir gut was reinpacken. Da drüben kann ich es einfach noch nicht sehen. Wir schnappen uns. Ist das eigentlich auf der Karte ersichtlich? Ja. Also diese Breite können wir hier wohl nutzen. Weil das da hinten dürfte zu niedriges Wasser sein. Passt schon. Wir müssen irgendwie dazwischen durch. Schauen wir mal. Wir ziehen jetzt Beton. Damit fangen wir an. Welche Höhe ziehen wir hier in Beton? Das sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Schön in die Richtung, genau. Ich würde sagen, fangen wir da an, den Kram hinzusetzen. Nicht Logistik, auch nicht Strom, sondern Produktion. So. Dorthin. Direkt daneben. 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 Ich noch einen dahinter. Perfekt. 1, 2, 3, 4, 5. Dann drehen wir den Spaß um. Ziehen den schön nah ran. Na, komm. Gerade eben, danke. 2, 3, 4. Hinten hin. 5. Damit haben wir die ersten 10 schon mal stehen. Das ist doch gut. Jetzt ist die Frage, wohin gehen wir damit noch? Hier geht ja alles noch. Das heißt, wir können definitiv uns einen dahinter setzen. Hier scheint zu klappen. Dort. Okay, hier vorne passt nicht. 2, 3. Na, kommst du? Hier? Jetzt ist die Frage. Dahinter geht auch noch. Perfekt. Wir nehmen jetzt dich mal und setzen dich schon mal dorthin, weil wir brauchen ja definitiv hier vorne auch Strom für die Dinger. Und dann geht das von hier aus.
Erstmal da so irgendwo rein. Den Strom müssen wir sowieso nochmal anpassen. Das weiß ich wohl. So, wir gehen. Wir gehen damit bis rüber. Jo, wir gehen damit wirklich bis drüben dran. Jetzt haben wir... Jo, lande mal. Genau. Den Kollegen haben wir hier. Die machen wir eben weg. Weil da habe ich gerade keine Lust drauf auf die Viecher. Ich habe da eigentlich nie Lust drauf. Ja, ich kann verstehen, dass man so einen Aspekt mit in so ein Spiel reinnimmt. Diesen Survival-Aspekt. Ich brauche ihn nicht unbedingt. So, damit haben wir das. Gehen wir hier weiter. Ziehen uns wieder bis an die Insel ran. Und schnappen uns den. Dann können wir sagen, der Kollege wird umgedreht. Und es geht los. 1, 2, 3, 4. Nicht runterfallen. Du kommst hier rein. Perfekt. Dann haben wir schon mal 20 Wasser. Jetzt gehen wir mit dem Spaß hier weiter. Jetzt die Frage, will ich hier die zwei, also ich habe ja jetzt letztendlich hier noch Platz für zwei weitere. Dann kommt das aber vom Zählen her nicht so gut hin. Andererseits, mein Gott, ne? Umdrehen. Anpacken. Fertig. Du stehst zu weit vor. Oder? Nein, du stehst genau dran. Ja, perfekt. Genau so wollen wir es haben. Wird hier noch was reinpassen? Hier wird tatsächlich auch noch was reinpassen. Nehmen wir den? Schwören können, das passt da nicht mehr. Jetzt noch. Da einer und... Okay, das heißt, dort haben wir 10. Hier haben wir 12 plus nochmal 4, 16. Und auch einfach rechts gucken, weil da steht noch 66. Das passt auch zu dem, was ich gerade ausgerechnet habe. Jetzt drehen wir den Kollegen hier um. Setzen. Da wieder welche hin. 6 Stück. Da und da einen dahinter. Nicht von hier aus. Okay. Dahin. Das sieht doch schon mal gut aus. So, jetzt nehmen wir dich wieder. Die müssen wir sowieso alle nochmal vernünftig machen mit, ne, da kommen dann die großen Leitungen dran und wir müssen das irgendwie auch alles verkabeln und die Dinger ziehen hier. So, okay, ich muss dich doch wieder drehen. Eins, zwei, drei. 4, 5. Oh ja, da hinten ist noch einer. Da passt noch einer hin. Ja, genau. Flacker ein bisschen. Richtig. Im richtigen Moment. Ah,
Ja, Mann. So. Stimmt, jetzt geht's hier runter. Nee. Könnte ich eigentlich überlegen. Eins. Zwei. Gehen den um. Dahin. Und hier wird nicht passen wegen dem kleinen Inselchen. Okay. Wegen des kleinen Inselchens. So, Grammatik auch abgehakt. Wunderbar. Der passt. Okay. Dort wollen wir wieder etwas höher. Wir wollen vor allem weiter hier rüber. Ah, da müssen wir nochmal ein Stück. Oh, da ist irgendwas im Wasser. Okay. Ja, nee. So wollten wir es haben. So passt. Du kommst her und gehst da so etwa hin. Und dann geht's hier weiter. Okay, das ist nur Katerium, Gott sei Dank. Eins. Zwei. Vier. Wir ziehen den Kollegen da lang. Setzen dich erstmal dahin. Ziehen dich weiter. Und setzen da dran. Genau. Da hinten noch einen. Genau. Das haben wir. Wie viele fehlen uns noch? 43. Okay. Dann schauen wir weiter. Wie sieht's denn hier aus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Dann kommen wir wieder hier an. Hier wird jetzt nicht viel passen wegen der dämlichen Dinger da. Packen jetzt hin, was geht, würde ich sagen. Eins, zwei. Die Nummer drei geht nicht. Hier. Okay, hier rein geht definitiv nichts mehr. Doch, da geht noch was. Da geht einer. Da geht einer. Da. Und da. Das sieht doch schon mal ganz nett aus. Haben wir da zwischendrin zwar eine Lücke, aber das macht ja nichts. Und dann setzen wir uns den wieder hier hin, schnappen uns ein bisschen das, ziehen das darüber bis dorthin. Hier kommen wir nach. Das sieht halt... Also ja, das ist ein bisschen ungünstig. Bohre müssen wir halt hier durchklippen. Ne, mein Gott. Ob uns das noch irgendwas ausmachen würde. So, das hätten wir dann. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wie viel brauchen wir? 23. Der passt nicht. Da passt's aber. Und da passt es. Dann noch 21. Muss mal überlegen. Kriege ich hier vorne noch welche? Oh. Okay. Schauen wir mal. Da passt noch einer. Und da passt auch noch einer. Hier passt noch einer, aber da passt, glaube ich, keiner mehr. Richtig. Guck mal. Wir sind jetzt bei 18. Ist das ein Texturfehler oder eine Höhle? Texturfehler. Okay. Nehmen wir. Okay.
Jetzt heißt, wir brauchen quasi nochmal eine 9er-Reihe. Werden wir doch wohl hinkriegen, oder? Ja. So ein Stück. Ungefähr dahin. So. 1, 2, 3, 4, 5. So, den setzen wir noch hin. Dann machen wir kurz das Autosave mit. Dann haben wir noch 13. Das heißt, wir müssen irgendwie noch 4 auf die Seite und 9 auf die andere. Das sollte passen. Und dann haben wir ziemlich genau das heute geschafft, was ich heute schaffen wollte. Nämlich die Wasserteile aufstellen. Und anschließen mit Strom und darauf achten, dass ja, die richtige Anzahl an Dingern zusammenfließt. Das mache ich ohne euch. Weil das ist halt einfach nur wieder irgendwie Rohre und Leitungen ziehen. So. Hier nochmal ein Stück weiter. Bam. 1, 2, 3, 4. Das heißt, der muss auch noch ein Stück weiter. Jetzt ziehen wir es auch bis da hinten hin. Sehr schön. Und du kommst einfach auf die gegenüberliegende Seite. Schön daran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wenn ich das richtig sehe, sind die Dinger bei mir aus der Liste raus. Und ich habe den Spaß da. Cool. Du bleibst so stehen. Okay. Wie genau ich jetzt den Strom mache, da überlege ich noch. Wahrscheinlich werde ich mir wieder ein bisschen was hochsetzen. Diese Arme nochmal oben drüber packen. Und dann ist auch gut. Es sind aber auch viele von denen, ne? Ja, komm. Das gönnen wir uns noch eben, die wegballern. Ich verstehe nicht. Manche sind in 2 Schuss kaputt und die anderen brauchen 300. Bam. Blatt. Schön. Sind wir jetzt eigentlich hier? Ja, wir sind an dem quasi an der Grenze zu dem neuen Biom. Wir könnten ja in der nächsten Folge, was ihr fertig habt und so, könnten wir einfach mal richtig da reinfliegen, weil richtig angeguckt haben wir uns das ja noch nicht mit den Wasserfällen und unseren schwebenden Elementen. Vielleicht können wir den auch mal umsetzen. Also so ein bisschen jetzt mal wieder was anderes zeigen, als nur das Zusammenstückeln von irgendwelchen Fabriken. Nicht, dass das schlecht wäre, darum geht das Spiel, aber das ist halt etwas, was ich euch noch nicht richtig gezeigt habe, also könnte ich das mal nachziehen. Ich fliege jetzt erstmal wieder zu meinem Bahnhof da oben zurück. Ich habe übrigens die... Oh, nicht komme ich da jetzt an. Ich habe das halt noch nicht angeschaltet, dass der auch wirklich fährt, weil ich will hier halt noch nichts Radioaktives haben. Das wäre halt doof. So, wir setzen uns hier oben drauf ab. Ach ja, den anderen Bahnhof hier unten, das ist... Nee. Dort. Den Marker könnte ich mal wegnehmen, den brauche ich nämlich nicht mehr. Entfernen. Kiste. Da liegt eine Kiste rum, okay. Der Bahnhof heißt jetzt nicht mehr Nuka-Zuga-Out, sondern Nuka-Out. Bin ein bisschen kürzer geworden. Und die beiden Lokomotiven dazu, die haben wir ja hier bei uns gerade. Das ist Nuka 1 und Nuka 2. Die passen wohl. Gut. Das sieht doch auch schon mal ganz nett aus.
Überlegt, wie das bei Kibitz aussah, wie viele der da stehen hatte, frage ich mich gerade, was ich falsch gemacht habe. Weil das ist ein bisschen sehr wenig. Ja. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen. Tschüss.